möglicherweise das große Finale. Und damit recht herzlich willkommen zum vierten Spiel der Playoff-Viertelfinals zwischen den Löwen Frankfurt und den Dresdner Eislöwen. Es ist eine Partie, die richtungsweisend ist, denn heute könnte Dresden nach der bitteren Halbfinalniederlage in der letzten Saison gegen die Löwen Frankfurt, wo man 0:4 aus der Serie rausgesweept wurde, heute sich zu rächen, nämlich mit einem weiteren Sieg. Und Dresden würde mit 4:0 ins Halbfinale einziehen, damit das Erreichen des letzten Jahres egalisieren. Und das ist auch das beste Ergebnis, was man bei den Eislöwen bislang erreichen konnte in der DL2. Das Halbfinale war drin. Aber wir gucken einmal auf die Playoff-Spielstände der anderen Serien. Frankfurt, wie gesagt, 0:3 gegen die Dresdner Eislöwen. Die haben heute alle Möglichkeiten. Kaufbeuren bislang die einzige Mannschaft mit einem Sweep gegen die Kaslaskis. Bei Freiburg ist es nicht mehr möglich. Die liegen 1:3 zurück gegen die Ravensburg Tower Stars. Und auch die Tölzer Löwen mit dem Sieg zuletzt mit 3:1 in Führung gegen die Heilbronner Falken. Es bleibt also weiterhin spannend in diesen Playoffs. Und wer wird den Einzug ins Halbfinale noch schaffen? Das ist die große Frage. Jedenfalls heute Frankfurt muss gewinnen, will man nicht in diesem Viertelfinale bereits ausscheiden. Und wie man das gestalten will, das werden wir jetzt sehen. Denn wir blicken mal auf die Aufstellung der Löwen Frankfurt und auf die Aufstellung von Martti Tiilikainen. Jimmy Hertel weiter im Tor, Patrick Klein als Backup. Dann David Suvanto mit Maximilian Faber, Markus Kankanpeda, Leon Hüttel und Marius Erk mit Alex Roach unverändert. Genauso in der Offensive, da vertraut Martti Tiilikainen seinen Spielern in der Offensive. Ruppe Ratter, Steven McCauley und Adam Mitchell. Dann Maximilian Eisenmenger, Matti Buchwieser und Eduard Lewandowski, Lukas Koziol, Manuel Strodl und Mike Mischkowski und Darren Mischkowski zusammen mit Luis Schinko und Magnus Eisenmenger. Also in der letzten Partie, man hat gesehen, Frankfurt hätte durchaus diese Partie für sich entscheiden können. Allerdings, es ist nicht ganz so, wie man sich das auf Frankfurter Seite vorgestellt hat. Und wir werfen ebenfalls einen Blick auf die Mannschaft von Trainer Rico Rossi und die starten mit Marco Eisenhut im Tor vor Rico Elenius. Dann Alexander Dotzler und Steve Hanusch mit Arno Upleger, Kevin Lavallee, Sebastian Zauner und René Kramer, die Verteidiger. Und im Sturm ebenfalls unverändert. Man ist bislang dreimal als Sieger hervorgegangen. So kann man auf jeden Fall weitermachen. Petr Pohl, Nick Hurd und Jordan Knackstedt. Dann Toni Ritter mit Mario Lamoureux und Dale Mitchell. In der dritten Reihe Timo Walter, Tom Knobloch und Kapitän Thomas Bielmeier. Und in der vierten Reihe Niklas Jentsch mit Steven Rupprich und Tim Heiter. So also soll es weitergehen für die Dresdner Eislöwen. Man will den Sprung ins Halbfinale schaffen. Und ob sie das schaffen, das erfahren wir jetzt in den nächsten 60 Minuten bei der Partie der Dresdner Eislöwen gegen die Löwen Frankfurt. Die Löwen Frankfurt am Abgrund und damit noch einmal recht herzlich willkommen aus der Energieverbund Arena, dem Zuhause der Dresdner Eislöwen, die, wie wir gerade festgestellt haben, 3:0 in dieser Serie führen. Das ist eine sehr komfortable Führung, denn jetzt gilt es. Erster Matchbook von möglichen Vieren. Marco Eisenhut startet heute zwischen den Pfosten der Dresdner Eislöwen und ja, es ist nicht einfach für die beiden Mannschaften. Der vierte Sieg ist bekanntlich der schwerste und Frankfurt, die haben ein großes Ding hier zu drehen, denn 0:3 in der Serie, das heißt also, man darf sich jetzt keine Niederlage mehr erlauben und Suvanto mit der ersten Gelegenheit. Es war nicht das Spiel der Frankfurter Löwen in der letzten Partie, man hat 3:1 geführt, man hat 2:0 geführt. Man hätte eigentlich diese dritte Partie gewinnen müssen. Dresden kam zurück, Dresden kämpfte und dann dieser Patzer in Overtime, der ja den Konter der Dresdner einläutete und dann schlussendlich den 5:4 Siegtreffer markierte. Das tut den Frankfurtern extrem weh, denn ansonsten hätten wir den Serienstand von 1:2. Das wäre wesentlich komfortabler als hier ein 0:3. Nichtsdestotrotz, alle beiden Teams müssen damit jetzt zurechtkommen. Für Frankfurt geht es heute ebenfalls darum wie zuletzt für die Kaslaskis. Do or die für die Mannschaft um Martti Tiilikainen und Rico Rossi. Der steht mit einem Fuß im Halbfinale. Und man erinnert sich vielleicht dran in der vergangenen Saison 2018, 2019. Damals die Dresdner Eislöwen bis ins Halbfinale gekommen. Bezwangen die Bietigheim Steelers in 7 wirklich spannenden Spielen. Und dort gab es dann das 0:4
gegen die Löwen Frankfurt. 1 zu 4, 1 zu 5, 4 zu 7 und 3 zu 4, so hieß das am Ende. Und das will man in dieser Saison wettmachen. Das will man in dieser Saison zeigen, dass das dieses Mal nicht mehr klappt. Und Mario Lamoureux bringt die Eislöwen in Führung. Der Wahnsinn. Was für ein Start. Da kommen sie nach vorne. Dann der Check von Leon Hüttl. Der kommt einen Ticken zu spät. Und für Jimmy Hertel, der ist da machtlos. Der kann nur zusehen, wie die Scheibe den Weg ins Tor findet. 1-0 also für die Dresdner Eislöwen. Und auf Frankfurter Seite, man hatte sich in diesem Jahr so viel vorgenommen. Letztes Jahr im Finale gegen Ravensburg gescheitert in 6 Partien. Wollte man in dieser Saison wieder angreifen in Richtung Playoff-Finale, in Richtung die EL2-Meisterschaft. Aber das sieht bislang nicht gut aus. Das ist in weite Ferne gerückt. Das Vorhaben der Löwen Frankfurt Eisenmenger auf Leon Hüttl. Sie müssen irgendwie die Scheibe in Richtung Tor bringen. Buchwieser und Marco Eisenhut. Dresdens Torhüter gespannt. Und Marco Eisenhut und Rico Helinius sehr gut aufgestellt. Nächste Gelegenheit. Frankfurt drückt aber. Frankfurt versucht alles. Da war Leof Walter. Wieder kommen die Eislöwen, aber nicht bis zum Tor. Mischkowski, Roach haben da aufgepasst. Und natürlich ist diese Energieverbund-Arena ausverkauft. Die Dresdner wollen heute ihre Mannschaft ins Halbfinale einziehen lassen. Und wieder Walter mit der nächsten Gelegenheit. Kevin Lavallee abgefälscht. Und dann ist es Jimmy Hertel, der da kein Risiko eingeht. Einmal die EL2-Meister waren die Löwen Frankfurt. 2017 gewann man die Meisterschaft in der DEL2. Damals traf man im Finale auf die Bietigheim Steelers. Man gewann die Serie mit 4 zu 2 am Ende. Und wieder die Dresdner Eislöwen über Jentsch. Aber Frankfurt heute wesentlich gestaffelter in der Verteidigung. Passen da viel mehr auf, machen den Dresdnern den Abschluss richtig schwer. Man sucht da den gegnerischen Spieler. Und Eisenmenger. Auf Mischkowski, der probiert es, aber der Schuss, der für Eisenhut nicht wirklich gefährlich scheint. Schuss von der blauen Linie, Kramer. Lange Scheibe auf Tim Heiter. Und wieder Dresden. Zauner bleibt da an Alex Roach hängen. 4 Minuten noch in Durchgang Nummer 1. Mischkowski. Frankfurt ist nicht untätig. Frankfurt heute hochkonzentriert, fokussiert, aggressiv und offensiv geprägt. Aber bislang nicht von Erfolg gekrönt. Petr Pohl. 2,5 Minuten noch in Durchgang 1. Nick Hurt mit vorgerückt. Petr Pohl und Jimmy Hertel. Wichtig wird sein aus Frankfurter Sicht, dass man hier nicht mit 0 zu 2 jetzt in Rückstand gerät. Das könnte nämlich das Vorhaben ins Wanken bringen. Und nochmal der Check gegen Nick Hurt. Und das war Darren Mischkowski, der 20-Jährige. Nochmal Mitchell. Tor! Toni Ritter, 2 zu 0. Und Dresden erhöht. Da lässt Jimmy Hertel einmal abprallen. Und dann sind es die Eislöwen, die da eiskalt zuschlagen. Und wie bitter ist das denn? 2 zu 0 also für die Dresdner Eislöwen. Und Frankfurt mit einem Bein in der Sommerpause.
David Schuwanto. Maximilian Faber. Wieder auf David Schuwanto. Da ist Ruperanta. Adam Mitchell. Und sie stehen sehr, sehr passiv. Wir haben es gerade gesehen. Dresden mit en bloc in der Verteidigung. Und wieder Toni Ritter. Kontermöglichkeit. Da ist Mitchell. Und Jimmy Hertel. Wieder ein erfolgreiches Drittel der Dresdner Eislöwen. 2:0. Man hält sich damit die Frankfurter Löwen auf Abstand. Und es trennen die Eislöwen 40 Minuten vom Einzug ins Halbfinale. Noch ist die Zeit aber da. Noch ist nichts vorbei. Und nach einer kurzen Pause sehen wir uns wieder dann zum Mittelabschnitt in diesem Spiel 4 Dresden gegen Frankfurt. 6:6 Schüsse, also ausgeglichen. Auch die Offensivzeit Frankfurt. 4 Minuten in der Offensive. Die Bulli-Statistik spricht für die Löwen, aber eben die Torstatistik, die führen die Dresdner an. Und das ist genau das Problem. Frankfurt bestimmt oftmals die Partien. Wir hatten bislang in allen 3 Spielen eigentlich Übergewicht der Frankfurter, was die Schussdifferenzen angeht. In Spiel 1 war es extrem, 35:22. Aber sie können ihre Chancen nicht verwerten. Was ist aktuell die Ladehemmung der Löwen Frankfurt, die ja eigentlich das Offensive und das gute Spiel hier der Löwen zunichte machen? Stephen McCauley rübergelegt auf Mitchell. Und jetzt ein früher Treffer würde Frankfurt wieder mit Selbstvertrauen versorgen. Und so schnell geht's. Und da ist das angesprochene Tor. Ruperanta nach genau 2 Minuten. Nach wieder Anpfiff. Mit dem Anschlusstreffer Eisenhutter ohne Chance. Und der Treffer, der war ganz wichtig. Vorrangig rausgespielt. Von Adam Mitchell, der Mann mit der 47. Und Frankfurt also nach 2 Minuten im Mittelabschnitt wieder zurück. McCauley gegen Hurt. Maximilian Faber. David Suvanto. Der Torschütze. Ruperanta. Da ist Adam Mitchell. Faber. Und jetzt vielleicht das Erwachen der Löwenranta. Doppelschlag. 57 Sekunden später. Und wieder ist es Ruperanta. Und was ist jetzt hier passiert? 2 Minuten im Mittelabschnitt gespielt. Ruperanta Anschluss. 57 Sekunden später. Ruperanta 2:2. Frankfurt kommt mit viel Wut, mit viel Physis und mit viel Offensivpower wieder aus diesem Drittel. Und schon steht es 2:2. Leon Hüttl. Lewandowski. Was macht Dresden? Leon Hüttl wieder. Lassen sich die Eislöwen hiervon jetzt verunsichern. Innerhalb so kurzer Zeit Frankfurt zurückgekommen. Innerhalb so kurzer Zeit und Martin Buchwieser. Der hat sogar nach nicht mal 5 gespielten Minuten im Mittelabschnitt die Chance, Frankfurt erstmals hier in Führung zu bringen. Wahnsinn, Mitchell. Und das ist Playoff-Eishockey, liebe Zuschauer zu Hause. Lavalette. Oh! Dresden wieder in Führung. Was ist hier los? Kevin Lavallee bringt die Eislöwen erneut in Führung. Der absolute Wahnsinn. Ist denn das zu glauben? Und gerade das Aufbäumen der Frankfurter wieder in dieser Partie. Gerade wieder gefangen und dann der dritte Treffer der Eislöwen, der erstmal alles wieder zunichte macht. Kakapera auf Buchwieser. Hatte die Führung der Löwen auf der Kelle. Lavallee, der hat's gemacht. Und schon steht die Halle wieder Kopf. Was ein Spiel 4. Und Jimmy Hertel. Den Schuss von Pielmeier da entschärft.
Hier der Kapitän mit der Nummer 51, Thomas Biemeier. Mit Tim Knobloch und Timo Walter in einer Reihe. Nominell die dritte bei den Eislöwen. Leon Hüttl. 12 Minuten noch zu spielen im Mittelabschnitt. Kakapera, da ist Hüttl. Legt die Scheibe auf Mischkowski, aber der Schminke, der war richtig spitz, da kann er nicht wirklich viel machen. Hat er gehofft, dass die Scheibe vielleicht irgendwie abprallt. Der Nutznießer kommt und Biemeier! Außenpfosten! Und wenn Dresden hier wieder auf 2 Tore erhöht, dann zeugt das von Durchhaltewillen bei den Eislöwen. Wieder Petr Pohl. Ah, passt nicht gut. Der wird zu Wanto da dazwischen gegangen. Tirol. Und wieder Frankfurt. Wieder die Löwen. David Suvanto. Aber die Scheibe zu hoch. Und dann relativ ungefährlich für Marco Eisenhut. Kramer. Petr Pohl wieder auf Kramer. Petr Pohl und Faber. Nick Hurt. Druck bleibt weiter auf Frankfurter Seite. Die sich jetzt befreien können. Noch 7 Minuten im Mittelabschnitt. Maximilian Faber mit einem schnellen Antritt kann sich da an seinem Gegenspieler vorbei mogeln. Und das war René Kramer, der Mann mit der 36, der da Faber aus den Ohren, aus den Augen ließ. 10 zu 2, die Bundesstatistik ist eindeutig. Frankfurt unfassbar stark heute am Punkt. Marius Erk. Alex Roach und nochmal Marco Eisenhut. Stephen McCauley im Zweikampf. Roperanta unterstützt. Doppeltorschütze bei den Löwen. Roperanta, der die Frankfurter wieder aufatmen ließ nach nur 2 gespielten Minuten im Mittelabschnitt. Tim Heiter, schöner Move. Noch 4 Minuten. Rupprich auf Dotzler. Jentsch, sie suchen die Lücke. Rupprich, der steht auf der falschen Seite. Dresden kann sich festsetzen und auch diese Scheibe nicht ungefährlich. Strafzeit wird es geben. Haken gegen Marius Erk und damit Frankfurt ohne Torhüter. Frankfurt mit der Gelegenheit. Und 2:19 vor dem Ende die erste Strafzeit für die Gastgeber, für die Dresdner Eislöwen. Tim Heiter bekommt die Strafe. Der 21-Jährige aus Bad Muskau. Und der ärgert sich natürlich, gerade jetzt in dieser Phase des Spiels. Also Powerplay, Löwen Frankfurt. 2 Minuten, wenn keine weiteren Strafen gepfiffen werden oder wenn auch kein Treffer für Frankfurt fällt. Martin Buchwieser. Schneller Antritt. Rübergelegt auf Luis Schinko. Frankfurt in Spiel 3 wieder zurückgebracht. Luis Schinko, David Suvanto, Adam Mitchell. Und sie suchen die Lücke. Und Adam Mitchell mit dem ersten Versuch. David Suvanto, Martin Buchwieser, Eisenmenger. Aber Frankfurt bekommt die Scheibe nicht in Richtung Marco Eisenhut. Die beste Gelegenheit. Noch einmal Eisenmenger. David Suvanto. Und Eisenhut im Nachfassen. 16,4 Sekunden vor Ende. Mal das Einsteigen, aber Mitchell, Upleger auf Lamoureux und Toni Ritter. Die letzte Gelegenheit, die gehört den Eislöwen, aber Ginny Hertel vereitelt die 4:2-Führung und so gehen wir mit dem 3:2 für die Eislöwen in diese zweite Drittelpause. Spannung pur also im Mittelabschnitt und uns erwartet ein ebenso spannender Schlussabschnitt in diesem Spiel 4. Die Löwen am Tropf, die Eislöwen mit einem Bein im Playoff-Halbfinale. Wir sehen uns gleich wieder zum Schlussabschnitt. Bleiben Sie dran. Also man kann Frankfurt hier wirklich nicht vorwerfen, dass man nicht alles im wahrsten Sinne des Wortes nach vorne wirft.
Bulli-Statistik eindeutig, die Zeit in der Offensive auch mehr als eindeutig, 3 Minuten mehr, die Checks relativ ausgeglichen, die Schussstatistik, die wieder auf Seiten der Löwen, aber das Abschluss oder der Abschluss, die Trefferquote, das ist momentan das Problem. Man hat irgendwie Ladehemmung und das ist das Problem. Ansonsten hätte Frankfurt hier durchaus schon den einen oder anderen Treffer mehr verbuchen können. Und das gilt's jetzt hier wettzumachen. Ein Treffer braucht man, um dieses Spiel zumindest in die Overtime retten zu können. Ansonsten ist Schluss im Viertelfinale aus Sicht der Löwen Frankfurt. Faber, Mitchell, Faber, Suvanto, Ruperanta. Und er könnte heute seinen Hattrick erzielen. Adam Mitchell! Und dann Stephen McCauley, der da zuvor in den Zweikampf verwickelt wurde. Und Ruperanta testet Marco Eisenhut. 17,5 Minuten noch. Die Gelegenheiten, sie sind da. Die Schüsse, sie passen auf Frankfurter Sicht, aber sie wollen einfach an Marco Eisenhut nicht vorbei. Bulli gewinnt Frankfurt. Faber, Lewandowski. Nächste Gelegenheit. Nick Hurd. Und es sieht von den Eislöwen immer so einfach aus. Frankfurt steht zwar mit der Viererkette da hinten drin, gerade gut gesehen, aber man hat Probleme. Lewandowski! Da macht er das Ding! Eduard Lewandowski! Aus Krasnotorinsk! In Russland geboren! 2003 von den Phoenix Coyotes in die National Hockey League gedraftet, der 39-Jährige. Sprung in die National Hockey League hat er nie geschafft, ging aber dann in die Continental Hockey League und hat dort 429 Partien absolviert. 5-mal in Folge fürs DEL All-Star Game nominiert, von 2002 bis 2008. Und bereits im Februar wurde sein Vertrag um eine Spielzeit verlängert. Wird also im September seinen 40. Geburtstag feiern, kurz vor Beginn der hoffentlich normal stattfindenden DEL2-Saison 2020-2021. .3 Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Und hier ist die Stimmung wirklich zum Schneiden. Lewandowski, zweimal Ranta, halten Frankfurt am Leben. Eisenmenger wird da gecheckt. Dotzler. Wie kann Dresden darauf reagieren? Und dass sie das können, das haben wir in dieser Serie schon eindrucksvoll zu sehen bekommen. Jetzt Martin Buchwieser mit der Strafzeit belegt. Mitchell da auch wegen Harkins 2 Minuten runter. Und das bringt also Dresden wieder auf den Plan. Wohl. Direkt Abnahme und Jimmy Hertel. Der rückt jetzt natürlich in den Fokus hier. Jimmy Hertel, der Memminger. 1,83 groß. Und wieder die Dresdner Eislöwen, Petr Pohl. Zweimal war er sehr erfolgreich. Beim ersten Spiel hat er ein Tor und einen Assist gemacht. Und in Spiel 2, in Spiel 3, Verzeihung, hat er 3 Tore erzielt. Beim 5:4 Sieg der Eislöwen auf fremdem Eis. 1:10 noch, dann die Frankfurter wieder komplett. Jetzt ist die richtige Zeit für Dresden, hier dieses Spiel wieder in Führung zu bringen. Und damit Frankfurt erneut vehement unter Druck zu setzen. Petr Pohl, der war nicht ungefährlich. Lamoureux, aber der war nicht richtig. Missverständnis. Und das bedeutet Befreiung auf Frankfurter Seite. Lamoureux. Frankfurt wieder komplett. Buchwieser zurück auf dem Eis. 5 gegen 5 geht es weiter.
Mitchell. 10 Minuten noch zu spielen. Hälfte des Schlussabschnitts vorbei. Mitchell mit der Gelegenheit, aber Jimmy Hertel am kurzen Eck macht da richtig alles zu. Und Buchwieser. Der hat Platz, der hat Raum, aber der trifft nur den Verteidiger. Und Lewandowski! Und wenn er den dann nochmal im Nachschuss bekommt, dann sieht's richtig bitter aus für die Eislöwen. Pielmeier, 8 Minuten. Wird das hier ein Herzschlagfinale in Overtime? Kann Frankfurt diesen Sweep abwenden oder macht Dresden heute den Sack zu? Noch ist es nicht entschieden. Roach! Und Pfostenschuss. Aber zuvor abgefälscht von Marco Eisenhuth. Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Leon Nüthl. Frankfurt kämpft. Frankfurt drückt und Frankfurt, ja, fast panisch. Sie wollen hier unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und Lewandowski mit der Rückhand. Immer noch die Strafzeit angezeigt gegen die Eislöwen. Man hat sich hier lange, lange gut durchgekämpft beim 6 gegen 5. Jetzt die Behinderungsstrafe gegen Petri Pohl. Und das bedeutet also wieder in dieser gefährlichen Phase die Überzahl für die Löwen Frankfurt. Und jetzt den Treffer erzielen. McCauley, Ranta und Lewandowski natürlich auf dem Eis zusammen mit Maximilian Faber und Manuel Strodel in der Verteidigung. Alles oder nichts. Das Motto der Frankfurter. 4:38 auf der Uhr, 1,5 Minuten davon in Überzahl. Aber gutes Vorchecking. Und Roppe Ranta kann sie befreien. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. 3:2, wenn es schnell geht. Ranta probiert es direkt. Will hier die Frankfurter in Führung schießen. Will Frankfurt jubeln lassen. Und wenn man heute gewinnt, dann Spiel 5 wieder in der Heizsporthalle Frankfurt. Und dann ist der Knoten möglicherweise geplatzt auf Frankfurter Seite. Aber in 40 Sekunden Dresden wieder komplett. David Suvanto, Eisenmenger. Luis Schinko in der Mitte mit dabei. Das ist wieder viel zu ungefährlich. Also da hat man sich nicht wirklich einen Gefallen getan auf Frankfurter Seite. Dresden komplett und es laufen die letzten 2:30. Eisenmenger. Mit der Schussgelegenheit. Luis Schinko. Auf Mitchell weitergegeben. Adam Mitchell! Auch hier wieder nicht ungefährlich diese Chance. Toni Ritter. Noch 60 Sekunden. Nochmal Dresden. Petri Pohl kommt nicht zum Abschluss. Ansonsten gefährliche Schussposition. Eisenmenger. Der legt auf Steven McCauley. Frankfurt gibt wirklich alles. Gibt sich hier größtmöglichste Mühe. Und wenn jetzt ein Treffer fällt, dann könnte es die Entscheidung sein für diese Partie. Dresden oder Frankfurt? Das ist die große Frage. Halbfinale oder Spiel 5 im Viertelfinale der DEL 2 Playoffs. Lamoureux, McCauley auf Strode. Halbe Minute noch. Adam Mitchell. Die Luft ist zum Schneiden. Nochmal Frankfurt. Steven McCauley, Leon Hütte. Adam Mitchell. Lässt sich Zeit. Natürlich braucht er dann nicht überhastet agieren. Lieber ein kontrollierter Schuss als Scheibenverlust. Und sich dann den Konter einzufahren. McCauley! Der macht das Ding! 6,4 Sekunden vor Ende. Ist denn das zu fassen? Steven McCauley. Möglicherweise mit dem Game-Winning-Goal. Der Kanadier aus Cole Harbour. Der 2010 von den St. Louis Blues gedraftet wurde. 50 Mal in der American Hockey League gespielt. Und letzte Saison aus USA nach Deutschland wechselte zu den Tölzer Löwen. Hat 61 Scorerpunkte gemacht in 51 Partien. Diese Saison war es in der Hauptrunde. Ebenfalls 61 Scorerpunkte in 52 Partien. Frankfurt lebt. Und was für ein Willen, den man den Eislöwen hier aufdrückt. Sie können den Sweep verhindern. Gewinnen also gegen
die Dresdner Eislöwen und in der Serie steht es damit 1:3. Und wenn es Ihnen zu Hause gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bloody LP.